Moinsen allerseits. Ach ja. Heute wieder wärmer als gestern. Wobei gestern auch schon wieder warm war. Aber nicht so wie jetzt. Warte mal, macht das gerade Sinn, was ich sagte? Mehr oder weniger? Mehr oder weniger? Ach, nee. Kann jetzt schon das nicht haben, dass ich früher oder später wahrscheinlich wieder hier sitze und allein das Existieren schon ein Problem ist. Weil du am liebsten gar nicht existieren wollen würdest, weil es so warm ist. Ach so, warte mal, ich muss ja die Maus wieder woanders hin semmeln, sonst ist die ganze Zeit zu sehen. Ich habe übrigens mal... Ich habe versucht nachzugucken, wo ungefähr ich gerade eigentlich im Spiel bin. Das Problem ist nur, ich weiß nicht mehr so genau, ob ich ein Video mir damals angeguckt hatte, um herauszufinden, wo ich gerade feststecke, oder ob ich... eine Seite mir angesehen habe, wo das dann alles dann da stande. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Weil ich habe nichts gefunden, leider. Das Einzige, was ich nur gefunden habe, war eine Seite, die sich da, ich glaube, How Long to Beat oder so ähnlich, glaube ich, nannte. Und da habe ich sehen können, dass ich scheinbar ungefähr die Zeit gerade erreicht habe, wie man hier sehen kann, 11 Stunden und 4 Minuten. Dass ich ungefähr gerade die Zeit erreicht habe, wo man das Spiel durchgespielt hat. Also ungefähr vielleicht noch eine Stunde oder zwei könnten noch da sein. Gleichzeitig bin ich mir aber nicht sicher, weil wenn ich mir Steam angucke mit den Erfolgen, ich habe gerade mal 25% erreicht oder gefunden, erspielt, freigeschaltet. Wer weiß, ob da nicht da sehr viel einfach optional ist. Oder sehr viel am Ende noch kommt, weil ich habe auch schon Spiele gehabt, die habe ich dann durchgespielt und habe dann irgendwann geguckt, oh, was habe ich denn für Erfolge freigeschaltet? Und du hast fast gar nichts freigeschaltet. Was mich dann auch sehr gewundert hat. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass da mit den Schätzen, das da oben angezeigt wird. Das ist ja toll. Ah, 4 von 5. Dafür gehe ich jetzt nicht unbedingt rein, du. Hab jetzt nicht unbedingt vor, jetzt irgendwie 100% zu machen. Nebelige Ruine. 6 von 8. Eins von 3. Wait, Outfield-Insel. Was ist denn das für eine Insel? Da sind noch 3 Schätze, vor allen Dingen 12 von 15. Was ist denn die Outfield-Insel? War ich da jemals? Angeblich war ich schon mal hier. Aber ich kann mich null daran erinnern. Au. Oh. Oh, Erde. Ja, wahrscheinlich wirst du jetzt an Orte hinkommen können, wo du zuvor noch gar nicht hinkommen konntest. Aufgrund, weil du konntest nicht mal eben wie Naruto an der Wand rumkraxeln. Ja, cool. Ja, ein Gesundheitsfragment. Nice, aber bringt mir gerade halt null, weil ist nur ein Fragment. Ach, hier war das mit dem Baseball-Minigame. Stimmt. Hier war das mit dem Baseball-Minigame. In Rosales was zu finden, ist die Hölle. Wie willst du da was finden? Trümmerfeldschatz? Kann ich da was finden? Ach, warum will ich da jetzt auf Schatzsuche gehen? Das macht auch gar keinen Sinn. Wahrscheinlich bin ich sowieso kurz vorm Ende. Ich gehe nochmal eben kurz. Hier gibt es 3 Schätze. What? Warum gibt es denn hier 3 Schätze? Oh, die Blume sieht aber anders aus. Sie wird größer, sieht aber etwas blass aus. Ja, billig. Die hungrigste kleine Pflanze, die ich je gesehen habe. Und wahrscheinlich auch die einzige, die du jemals gepflegt hast. Sieht soweit gut aus. Lass mich raten, wenn ich raus und wieder reingehe. Okay, war ja klar. Ist vielleicht oben was?
da oben ist eine Deathplane? What? Wenn ich da jetzt wieder reingehe, hat sich die Blume verändert? Yo. Sieht soweit gut aus. Oh, mehr nicht? Okay. Wahrscheinlich brauche ich noch einmal Erde und dann war's das. Aber die Erde werde ich höchstwahrscheinlich nicht mehr finden, wa? Was auch nicht wirklich so wichtig ist. Wo ist eigentlich die öde Höhle nochmal? Ist das hier das? Nein, das ist das verlassene Labor. Wo ist die öde Höhle nochmal? Das müsste da oben sein. Das eine Gollum-Spiel übrigens scheint ja wirklich richtig schlecht zu sein. Es hat zwar ein paar gute Sachen, aber im Großen und Ganzen scheint es wohl echt ein Griff ins Klo zu sein. Ja, da oben wird es wahrscheinlich nichts sein. Oder vielleicht hier? Na, Deathplane. Ich habe ja gesagt gehabt, ist ja von Dedelic, glaube ich, dann gemacht worden. Dedelic kenne ich aber eigentlich als jemand mit größtenteils Point-and-Click-Spielen und vielleicht hier und da mal auch etwas anderen Spielen, aber größtenteils halt nicht, glaube ich, sowas wie jetzt Gollum halt ist, so ein 3D-Adventure. Wer weiß, ob das daran gelegen hat, dass es quasi jetzt ein anderes Spielegenre ist oder so ähnlich. Oder ob das jetzt einfach an komplett anderen Dingen hakte. Weil ich meine, schlechte Spiele machen die ja eigentlich nicht. Normalerweise. Aber naja, was soll's. Gibt aber schlechtere Spiele, also. Gollum ist wahrscheinlich dann nur die Spitze des Eisbergs eigentlich. Ich meine, so blöd gesagt, aber beispielsweise, oh, Kampf. So blöd gesagt, aber ich würde mittlerweile fast schon Meteor Maker dazu zählen. Und die Entwickler. Weil das Spiel an sich ist gut. Problem ist nur, Content ist eher mager. Und scheinbar machen die nicht viel, um irgendwelche Probleme zu lösen. Ah, ich habe gar keine Map. Und momentan sieht es halt so aus, dass das Spiel Probleme hat, überhaupt noch zu existieren. Leider. Nicht, weil es schlecht ist oder so, sondern einfach, weil blöde Designentscheidungen die dazu führen, dass nach und nach die Spielerschaft verschwindet. Und die brauchen sich nicht wundern, wenn dann gar keiner mehr das Spiel spielt. Oder so wenige das Spiel spielen, dass das sich überhaupt nicht lohnt, überhaupt noch in Anbetracht zu ziehen, das Spiel weiterhin in Betrieb zu haben. Oder die Server laufen zu haben, eins von beiden. Ich weiß nicht genau, wie das da funktioniert bei denen. Was schade ist, aber naja. Ich finde es aber interessant, dass die versuchen. Ich finde es interessant, dass die versuchen, das Matchmaking. Dass es Matchmaking in diesem Spiel gibt, ist schon Beschwachsinn an sich. Aber das Matchmaking zu verbessern, damit die Karten von den Leuten gespielt werden. Das Problem ist nur, wie sollen die Karten, oder anders gesagt, was soll das Matchmaking bringen, wenn
immer weniger Leute spielen. Da bringt ein Matchmaking nichts oder eine Verbesserung am Matchmaking bringt da nichts. Schließlich spielt kaum noch einer. Das ist... als würde man ein Problem... Das ist fast wie die Herangehensweise von meinem Vater. Fällt mir gerade so ein. Mein Vater hatte auch teilweise echt fragwürdige Herangehensweise, um irgendwelche Probleme zu lösen. Das ist jetzt zwar übertrieben, beziehungsweise als Spinnerei, weil ich hier gerade von mir gebe, aber man könnte jetzt quasi sagen, weil am Computer ein Problem ist, guckt er in den Kühlschrank, wo das eigentlich ist. Also, weil im Kühlschrank gemeint wird, da ist das Problem zu finden, kann man dann da quasi das Problem am Computer lösen. Was zwar keinen Sinn ergibt, aber, ne, das ist wie gesagt jetzt komplett Spinnerei gesagt. Ja, ist eine Spinnerei jetzt in dem Fall, einfach übertrieben. Übertrieben? Ja, absurd. Aber so ist es halt bei anderen Sachen, wenn jetzt zum Beispiel über wirklich ein Problem jetzt mit dem Computer oder so war. Man hat dann gar nicht in Erwägung gezogen, dass vielleicht die Festplatte kaputt ist. Man hat gemeint, nee, das liegt im BIOS. Das liegt gar nichts am BIOS. Du kannst nicht von einem Tag auf den nächsten plötzlich einen Computer haben, der einfach random abstürzt. Das liegt nicht an irgendeiner Veränderung im BIOS. Und vor allen Dingen, das BIOS verändert sich nicht einfach so. Das macht nämlich gar keinen Sinn. Wenn wir vor allen Dingen neu, wenn das BIOS sich einfach verändern würde. Also, von einem Tag auf den nächsten. Boah, ich hab ein anderes BIOS. Ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt ein anderes BIOS. Aha. Warum? Mein Vater hat teilweise auch so ein bisschen irgendwie die Meinung, wobei das mittlerweile nicht mehr so ist, aber früher, da hat er aus irgendeinem Grund die Meinung gehabt, dass manchmal einfach der Computer irgendwie immer wieder andere Dinge hat. Programme sind nicht da, wo sie mal waren oder sonst irgendwas. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass er einfach irgendwas gemacht hat und hat einfach komplett vergessen, dass er das machte. Was damals nicht unbedingt verwunderlich gewesen wäre. Ich sollte vielleicht mal das blöde Teil da um mich herum loswerden. Goddammit. Raus da. Weißt du was? Ich mach mal lieber den hier. Hauptsache tot ist tot. Oder auch nicht. Kein Nerv, das nochmal zu machen. Was haben wir denn hier? Kombination 5. Oder V. Haben was. Ersetzt Boden-Combo-Finisher durch einen längeren, aber stärkeren Finisher. Boden-Combo-Finisher. Meinst du jetzt hier einfach so... Das? Okay. Kann ich ja mal reinnehmen, wenn ich da... zwei Energieplätze bekomme irgendwann. Ich hab so ein bisschen gerade das Gefühl, dass ich das, was ich sagen wollte, noch weiter erzählen wollte, aber irgendwie gerade so ein bisschen wieder in den Paden verliere. Wer ist denn das? Du wirkst ja ganz schön entspannt. Oh ja, hier ist es so schön, dass man am liebsten ein Nickerchen machen würde. Es gibt aber noch so viel zu sehen. Vielleicht besuche ich bald einen anderen Ort. Okay, sagt immer dasselbe. Ja gut, dann lasse ich mal das Anime-Mädel in Ruhe. Oh, da ist ein Energiesockel-Dingsbums. Erinnerungspunkt, okay. Ja gut. Memory Point.
Schönen Dank. Das ist der Ausgang. Ist hier aber noch mehr? Wahrscheinlich nicht, wa? Hab, glaube ich, alles gesehen. Ja, ich glaube, ich habe alles gesehen. Ich versuche mich gerade so ein bisschen zu erinnern an irgendein Spiel, was so richtig schön scheiße gewesen war. Nur in den meisten Fällen habe ich eigentlich solche Spiele nie gespielt. Komm auf keins. Ist das das Labor? Musige Insel. Wo zum Geier sind das? Vermute mal, hier geht's weiter. Oh, Erinnerungspunkt. Ah, verdammt. Wait, ich bin noch am Ausbrechen. Ach, egal. Egal. Nein. 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 Verdammt. Jetzt lasse ich mich sogar noch treffen. Verdammt. Da wollte ich diesen Spottangriff ausprobieren. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Da wollte ich diesen Spottangriff ausprobieren. Am lebenden Objekt. Und dann verrecke ich im letzten Moment. Oh, Mann, ey. Einmal mit Profis hier spielen. Hatte ich gerade nicht was sagen wollen? Schon irgendwie komisch, wie man einfach... Ich meine, so blöd wie es gleich klingt, aber wenn da so manch einer sagt, ja, Streamer Brain. Ohne Scheiß, ich hab... Das scheint nicht irgendwie einfach nur so blöd dahergesagt zu sein. Weil ich merke das selber, wie das irgendwie halt zu merken ist. Weißt? Ja. Ich merke das einfach selber an mir. Du willst was sagen, oder beziehungsweise du hast was gesagt und dann versuchst du das weiter zu erzählen und denkst dir nur so... Wo war ich gerade? Was habe ich erzählt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das dürfte weniger irgendwie jetzt krankheitsbedingt oder irgend so ein Blödsinn sein, als halt einfach schlichtweg. Kannst du auch mal treffen? Okay, 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 das ist cool. Blöd nur halt, dass du treffen musst. Weniger jetzt irgendwie krankheitsbedingt oder irgend so ein Blödsinn. Es ist, denke ich mir mal, einfach quasi, du bist am Erzählen, du bist am Versuchen zu überlegen, du bist am Versuchen, dich zu konzentrieren, spielst, ja. Du machst mehrere Dinge gleichzeitig, dass da irgendwo dann irgendwas nicht so richtig will, wie du gerade willst, dürfte klar sein. Offenes Feld. Oder geht's hier weiter? Weil hier sehr viel Weg ist. Ich gehe dann mal lieber da wieder zurück.
hier oben raus und guck mal, was da ist. Ach, hier geht's auch weiter. Aber wer weiß, vielleicht finde ich irgendwo eine Karte. Da geht's auf jeden Fall nicht weiter gerade. Ach so, warte mal, ich habe Erinnerung. Ah, tatsächlich. Das ist jetzt anders. Oh, das ist ein Abgrund. Wo zum Geier bin ich hier? Ach komm schon. Stimmt, was ich sagen wollte, war, glaube ich, wenn mein Vater mal doch mal irgendwas richtig Problem hatte, zum Beispiel am Computer. Dann hat er auch da nicht wirklich richtig eine Lösung gefunden. Nee, warte, ich merke gerade, das habe ich bereits gesagt gehabt, wo ich dann am Ende sagte mit BIOS. Ups. Da kommen langsam aber sicher Erinnerungen wieder zurück. Blöd nur, die Erinnerungen wurden schon längst gesagt. Gab's nicht so eine Art Konterangriff? Ich sollte vielleicht auch blocken, wenn ich die richtige Taste drücken würde. Ich glaube, das war das, wa? Ja, ganz nett. Aber auch nicht so toll. Oh. Hier geht's wieder raus. Lass mich raten, ich soll die Teile hier bewegen. Das kann ich aber momentan nicht machen, aus welchen Gründen auch immer. Where the hell am I? Laufe ich jetzt in die richtige Richtung? Laufe ich jetzt in die falsche Richtung? Laufe ich in eine Richtung, wo jetzt das Ende zu finden ist? Oder laufe ich in eine Richtung, wo ich noch irgendwas finde? Noch mehr. Wände?
Was ist das hier für ein merkwürdiges Labyrinth? Kann ich nicht benutzen, weil scheinbar kein Strom da ist? Wo zum Geier bin ich hier? Ich laufe hier quer durch die Gegend und habe keinen Plan, wo ich bin. What? Klar, jetzt habe ich einen Gegner. Mehrere sogar. Kann ich überhaupt nicht bewegen. Das heißt also, ich muss erstmal vorher was anderes machen, damit ich das überhaupt bewegen kann. Bin schon wieder in so einem komischen Raum. Sind scheinbar irgendwie Verbindungsräume oder so? Ja, toll, ich bin jetzt auf der anderen Seite, aber hier kann ich auch nichts machen. Oh, ich kann den Hebel betätigen. Ach, der macht jetzt, dass hier überall Strom ist. Klar. Lass mich erstmal quer durch die Gegend geistern, damit ich dann in einen Raum reinkomme, wo ich den Strom einschalte. Muss ich dann jetzt hier weiter oder was? Und ihr könnt auch genauso gut einfach hier gucken gehen. Erstmal. Oder geht's da auch irgendwo hin? Das wäre ein bisschen komisch, wenn ja. Mehr Mana oder... Ach, dafür brauche ich nur 2, aber für Gesundheit brauche ich 4? Ne, 3, wenn ich das richtig sehe. Ah. Okay. Oh, ist das nicht so ein Ding... Genau. Damit der Nebel, glaube ich, verschwand. Wait, aber... Das muss ich zweimal machen? Ist das eine Disco oder ist das eine Jukebox in Türgröße? Oh, ja, war klar. Darf wohl nicht in die Disse. Wait, wo genau bin ich denn hier jetzt? Oh, dann geht's gar nicht nach oben. Warum zum Geier ist hier ein Dummy? Nur dafür, damit ich meinen Puls aufladen kann, oder was? Ist halt komisch, weil jetzt habe ich schon wieder irgend so ein Dummy irgendwo mitten in der Pampa. Wie gesagt, das Einzige, was ich mir gerade vorstellen kann, ist hier für Puls. Mehr aber auch nicht. Decke. Überall Decke. Meine Güte, irgendwas habe ich da beim Auge. Gestern da habe ich was im Hals, jetzt habe ich was im Auge. Pff. Wait, dann bin ich da jetzt nur hingegangen. Oh, was ist denn das? Ich habe dein Signal, bin schon unterwegs.
Achso, ich habe mein Schiff hergeholt. Okay. Das war mein Schiff gewesen. Habe aber trotzdem keine Karte.